Dem TSV 1860 München ist etwas Historisches gelungen. Mit dem 3:1 Heimerfolg gegen den Halleschen FC am Wochenende haben die Löwen den 5. Sieg im 5. Saisonspiel eingefahren. Bisher gelang das nur den Offenbacher Kickers in der Saison 2010-2011. Die Mannschaft hat, glaube ich, jetzt in den ersten 5 Spielen außergewöhnlich gepunktet. Und das steht am Ende für uns über den Spiel, dass wir eine weiße Weste haben nach 5 Spieltagen. Das hätte man, glaube ich, im Vorfeld haben das uns wenige zugetraut. Neben dem Startrekord der Löwen gab es im Spiel gegen den Halleschen FC noch eine weitere Kuriosität. 13 gelbe Karten, einmal gelb-rot und einmal glattrot. Trotz eines turbulenten Spiels ist Michael Köllner stolz auf seine Mannschaft. Für uns, glaube ich, war es wichtig, dass wir heute trotz der Unruhe auf dem Platz, dass wir trotzdem cool geblieben sind. Von dem her freuen wir uns über die 3 Punkte. Haben wir auch sicherlich, muss man anerkennen, Halle hat ein sehr, sehr couragiertes Spiel abgeliefert. Waren nie am Ende dann weg vom Spiel, auch nach dem 2-0, haben die trotzdem nicht aufgesteckt. Aber wie gesagt, für uns ist ein ganz, ganz toller Moment. Am Samstag trifft der Tabellenführer TSV 1860 München auswärts auf den 8. Viktoria Köln. Gewinnen sie das Spiel, ist es der 6. Sieg in Folge und die Löwen wären alleiniger Rekordhalter in der 3. Liga. Ja.